Der Lorencheck lässt. Das Ding wäre ja auch, wenn sie uns hier mal ein paar Fälschungen anfertigen könnte, das wäre ja auch schon ein Knorke. Aber, das tut sie ja nicht. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Och Mann. Da, was ist das hier überhaupt? Das kann hier bleiben. Was kannst du mit dem Fass wird schon machen? Einen Grund geben, warum das hier was ist. Was ist das? Oh, was wird das Fass da machen können? Ne? Ha! Oh, das ist einfach nur ein Hotspot. Echt den Strumpf da drauf oder so? Wo drauf? Auf das Fass. Der, wie groß ist denn die Socke? Das müssen wir nicht aufmachen. Könnte man machen? Oder vielleicht später. Vielleicht später. Warum sollte ich das tun? Oben werden die Wollmäuse reingekippt, unten kommen sie wieder raus. Praktisch. Tja, vielleicht musst du doch wieder oben das Ding blockieren oder so. Das ist das Einzige, was weitergeht. Ja. Das haut mich jetzt nicht gerade aus den Socken. Hm? Ist doch an einer anderen Stelle angehalten. Hält immer da oben rechts an. Hast du die? Ja, siehst du? Immer an der gleichen Stelle. Hast du die Mühle angehalten? Bring sie sofort wieder zum Laufen. Ups, Entschuldigung. Ich muss irgendwas mit der Schwelle machen, 100 Pro. Ah, als Hast Keil. Du das schon probiert? Nein, habe ich nicht. Hab ich dir doch gesagt. Gib den so an. Hey, wer hat die Mühle angehalten? Mach sofort die Tür auf. Hier ist niemand. Das sollte sie fernhalten. Mit einem Stück Käse. Hack. Du sähst nicht, du erntest nicht. Lass mich von dir lernen. Toll. Kannst du mit dem auch das Inventar benutzen? Was hast du denn? Geh mal mit den Zahnseilen oder so. Ich brauche nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich brauche nichts. Tja. Ich brauche. Wie kommst du jetzt da hoch? Ah. Oh. Ich brauche nichts. Da oben ist eine Luke, aber wie kommst du da hin? Ich brauche nicht. Kommst du mit ihm in die Luke rein? Da, ne. Und du kannst auch den Turm drumherum gehen, ne? Mhm. Ne, mit ihm. Mhm. Wenn du jetzt links oder rechts. Nein, der hört ja. Nach oben. Ach nee. Seltsamer Typ. Andererseits sind wir hier in Asposien. Hallo? Was um alles in den 14 Windrichtungen macht ihr denn da oben? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Hilft euch das beim Nachdenken? Klingt gut. Nehme ich. Das ist ab sofort der Grund. Worüber denkt ihr denn nach? Ich war einst ein erfolgreicher Seilbahnfahrer.
Aber auf meiner Jungfernfahrt hierher raste meine Gondel in die Wand. Ich bin der einzige Überlebende. Wie viele waren denn an Bord? Ich. Warum seid ihr in die Wand gefahren? Ein technischer Fehler? Nein. Ich war nur so in Gedanken, dass ich vergessen habe zu bremsen. Ach so. Oh. Warum guckt der jetzt nach unten, obwohl er über ihm ist? Soll ich euch da runterholen? Ja, aber nach hier. Das musst du entscheiden. Fühlt ihr euch nicht ein wenig allein hier oben? Was ist Einsamkeit? Was außer der Abwesenheit anderer Asposa? Um nicht allein zu sein, suchen Asposa andere Asposa und zeugen mit ihnen kleine Asposa, die wiederum allein sind. So wie alle Kinder allein sind. Das macht mich so traurig. Habt ihr noch Platz auf eurem Windrad? Wovon ernährt ihr euch eigentlich hier oben? Von Fliegen, die mir zwischen die Zähne fliegen. Das ist bitter, aber so ist das Leben. Was wisst ihr über Windmönche? Alles. Aber das ist geheim. Einem einfachen Jungen wie dir kann ich es nicht sagen. Dein Gehirn ist nicht groß genug für diese ungeheuerliche Information. Alles also. Wisst ihr auch, wer sie ernannt hat? Natürlich. Und? Wer war es? Die Windmönche wurden von den Windgöttern persönlich ernannt. Genaueres kann ich dir nicht sagen. Weil ihr es nicht wisst. Natürlich weiß ich es. Ich sage es dir nur nicht. Ich könnte genauso gut behaupten, dass meine Eltern sie ernannt hätten. Tja, dann wären deine Eltern also die Windgötter. Wer bist du dann? Wenn ich das wüsste. Woher kommen die Windmönche denn? Nun, sie haben in einem Kloster, ganz in der Nähe von Altaspen, gewohnt. Es waren Waisenkinder, die dort von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Was hinter den Mauern dort passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen. Sie sind weitestgehend unter sich geblieben. Habt ihr schon mal einen Windmönch gesehen? Nicht in Wirklichkeit. Meine Eltern haben oft Essen zum Kloster gebracht, wie es Tradition war. Ansonsten hat man nachts nur immer ein seltsames Leuchten gesehen, das um das Kloster herumgezogen ist. Manche sagen, es wäre ein Geist gewesen. Das Leuchten hat viele Schimpfwörter von sich gegeben. Ich habe gehört, Altaspen soll die schönste Stadt in ganz Asposien sein. Es ist auf jeden Fall die älteste. Höchste Philosophenarbeitslosigkeit in ganz Asposien. Viele philosophieren auf der Straße. Ich selbst war Hypernihilist. Du verstehst? Die Lehre der absoluten Sinnlosigkeit? Ich habe mit 1 bestanden, nachdem ich meinen Professoren erklärt habe, dass ein Studium eigentlich komplett sinnlos ist, da wir alle sterben werden. Allein. Und nackt. Seid ihr in Altaspen aufgewachsen? Ja. Es war eine trostlose Kindheit. Aber die Stadt soll doch so schön sein, voller asposischer Kultur. Aber das sind längst vergangene Tage, als die Asposa noch im Einklang mit dem Wind lebten und das Wurzelbier noch umsonst war. Erinnert ihr euch noch gut an diese Zeit? Als das Bier umsonst war? Nein, an keinen einzigen Tag. Wie komme ich denn nach Altaspen? Nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Boah. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine verdammte Pest bist? Heute?
Kann man die Seilbahn nicht einfach reparieren? Man könnte viele Dinge tun. Aber ihr wollt nicht. Nein! Zu schrecklich sind die Erinnerungen an den Tag des Unfalls. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, ich muss immer wieder daran denken, zum Beispiel, wenn ich einen schrecklichen Unfall sehe. Das ist verständlich. Ja, ich besitze auch noch das erste und letzte Ticket von der Jungfernfahrt. Ich hasse es. Ich wollte es verbrennen, aber da hatte ich mich schon angebunden. Soll ich es euch vielleicht lieber abnehmen? Ja, nimm es. Hinfort damit. Und wie? Der hat doch keine Taschen. Ah ja. Na super. Seltsamer Typ. Andererseits sind wir hier in Asposien. Muss jetzt das Windrad wieder starten? Tja, das ist jetzt die Frage. Wir haben ein Ticket. Jetzt kannst du das ist schon abgestempelt. Ja, genau. Na, nicht die Türschwelle. Dass mir. Ja, dass mir das nicht nochmal vorkommt. Hat jemand auf die Uhr geguckt? Schon längst drüber. Oh, ein Originalticket von der Jungfernfahrt unserer Seilbahn. Ich sehe, ich habe einen echten Seilbahnliebhaber vor mir. Dann interessierst du dich sicher auch für mein hochdetailliertes Seilbahnmodell da hinten unter dem Tuch. Pass auf jetzt. Wirf ruhig einen Blick darauf. Naja, geht, ne? Nicht anfassen, nur gucken. Das Modell ist so detailliert, sogar die Einstellungen sind richtig. Mit bloßem Auge kann ich da gar nichts erkennen. Was ist das? Eine Seilbahn für Ameisen? Banause. Tja. Es ist wieder zum Mäusemelken. Können wir uns mit ihm jetzt noch über irgendwas anderes unterhalten? Ding Dong. Das. Ja. Was für ein aufwendiges Modell. Nun ja, mein Bruder verfügt über einen Perfektionismus, den nur ein wahrhaft Besessener sein Eigen nennen kann. Ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Modell genauer ist als das Original. Jeder einzelne Hebel ist am richtigen Ort. Wow, wie viel Zeit und Einsamkeit da drin steckt. Tja. Tschüss. Beehre uns bald wieder. Jetzt kommt das Tuch aber nicht mehr drüber, oder? Das Tuch kann ich auch nicht mitnehmen. Vielleicht kannst du jetzt mit ihr irgendwie das Ticket nachmachen lassen, was das auch mal bringen soll. Damit du wieder ein Ticket hast. Das Ticket ist schon gestempelt. Kannst du es wieder gültig machen? Klar, ich übermale den Stempel einfach. Mit rosa Farbe. Das ist ein rosa Ticket. Bitteschön, wie neu. Ich benutze auch dieselbe Kinokarte seit 3 Jahren. Diese Katze. Ich hoffe nur, ich bekomme die Seilbahn schnell repariert. Ja, wenn wir auffliegen, sind wir dran. Hier tauchen zurzeit immer wieder Conroyalisten auf und die Leute tuscheln, seitdem du angekommen bist. Ich beeile mich besser, dann können wir hier bald verschwinden. Juhu, dann sehe ich endlich was von Asposien. Das gibt bestimmt ein paar tolle Motive für meine Postkarten.
Bisher habe ich nur die Dynastie gesehen und dieses Kaff hier. Wenn ich noch einmal Nebel malen soll, werfe ich mich in den Windbrunnen. Kennen wir das nicht schon alles? Tja, vielleicht kannst du ihm noch das richtige Seilbahnticket. Wie ihm? Dem Verrückten da. Was soll er damit? Was soll er damit? Ja, aber du brauchst noch die ganzen Seilbahnteile von ihm. Ich weiß, das ist ja das Problem. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Dieser Windmesser ist unverkäuflich. Freunde, ich würde sagen, der Teil hat einmal wieder Überlänge und aufgrund dieser Tatsache machen wir hier Schluss. Dann werde ich den wieder splitten und teilen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder dann mit, denke ich mal, weiteren aufregenderen Rätseln. Also macht es gut, bis dann, NRW bei 18. Adieu. Adieu. Das ist schon wieder geklaut. Meinst du? Ja. Vielleicht von wem hast du das denn geklaut? Von gar keinem, ich hab's erfunden. Wohl. Lass Hasi in Ruhe. Gib Hasi her. Du kannst mich mal.